sieht man es wieder, wie schnell das gehen kann. Ja, so schnell kann's gehen. Ja, das siehst du, mir kann circa einmal an, schon ist leer. Schuss aus und vorbei, er tritt nicht mehr an. Freilich tritt er noch an. Bis 2014 tritt er an. Ja, wenn nicht gar bis 2015. Bis 2015? 2015 halt. Was? 2014, 2015? Der Brechter tritt bis 2016. Wer spricht denn hier vom Brechter, diesem Hans Mampf? Ich rede vom Brechter. Und ich rede vom Stoiber. Und wer rettet den Heidner vom Stoiber? Dass er bis 2014 antritt. Nein. Ich wollte doch nur sagen, dass er nichts mehr macht. Was macht er nicht? Was der Macher macht, überhaupt nichts mehr. Ich wollte sagen. Was redst du? Ja, lass mal ihn vom Stolper reden, wenn er gern von ihm redet, redet eh bald keiner mehr von ihm. Mit ihm. Mit ihm? Mit ihm. Mit wem? Mit dem Stolper. Ach so, im Stolper, ich hab gemeint mit ihm, und weil du hast gesagt mit ihm, dann hab ich jetzt gemeint mit ihm. Haben Sie es jetzt? Ja. Ich rede nicht vom Stolper, sondern ich rede vom Brechter. Und der tritt bis 2014 an. Du hättest noch mal einen Rudi malen können. Stimmt, der Rudi tritt ja auch noch mal letztmalig bis 2014 an. Es ist schon ein Hund, der Rudi. Ja, der Rudi. Ist ein Fuchs. Der Rudi, ein Fuchs von einem Hund. Er macht ja nichts für die Katz. Der Rudi. Er ist ein Jäger. Dabei ist er eigentlich ein Förster. Ein Jäger und ein Pfleger. Der Rudi ist wie so ein Sohn. Ein Matzi, Leute, Rudi. Ein Hund von einer Matz. Alter, ein Jäger, Förster ist der alte Fuchs. Da hättest du aber jetzt genauso gut einen Schech, Monarchin. Und der Schech, der hört ja auch auf. Dann passt ja, weil du hast ja gesagt, dass er aufhört. Ja, als Bürgermeister hört er auf, aber er möchte ja den Rudi beerben. Was, der Schech will den Rudi beerben? Ja, weil der Rudi keine Kinder hat, gell? Er darf alles Schech. Er kriegt seine ganzen Quare, seine Farben, er kriegt das alles, der Schech. Nein, politisch möchte er ihn beerben, er möchte doch Landrat werden. Und der Rudi, ja, der ist doch schon. Der Schech. Was? Na, der Schech ist noch nicht der Rudi. Aber ja, was gern? Oh, der Schech, das ist schon ein Hund. Der Schech, eine Matz von einem Hund. Aber ich wollte auch gar nicht vom Rudi eigentlich sprechen. Sondern? Vom Schech. Nein, vom Stoiber. Prost. Prost. Ja, der muss ja wieder wo drin. Der Stolper, der tritt nimmer an. Nein, der Brechter. Gut, dann reden wir jetzt eben vom Brechter. Im Gegensatz zum Stolper ist ja beim Brechter diese Nachfolgefrage noch gar nicht geklärt. Oder sehen Sie einen Kronprinzen? Muttermeier. Muttermeier. Na, der Brechter muss ja antreten. Verstehst du, weil der Brechter möchte unbedingt noch in dieses sanierte Rathaus einziehen. Freilich, der war doch blöd, oder? Er ist das sanierte so ein Rathaus und dann da aufhören. Das darfst du auch nicht, oder? Da war er doch blöd, wenn er da aufhören darf, oder? Da war er schon blöd. Und du, gell? Red du nicht so blöd daher. Ich hab dir jetzt gar nichts gesagt. Warum redst du dann so blöd daher?
Gerli, dass ich nichts gesagt habe. Und ich habe gesagt, du sollst nicht so blöd werden. Ich glaube ja. Jetzt redet ja schon wieder. Ich wollte sagen, ich glaube, der Brechter hört nicht auf, bis dieser Hauptplatz endlich umgestaltet ist. Das glaube ich nicht, dass der Brechter bis 2024 wäre. Wer spricht jetzt bitte hier von 2024? Na, ich halt, 2010 planen Sie es auch, bis es fertig wird, es wird 2024. Außerdem, warum soll denn der Brechter aufhören, wo Sie ihm da jetzt das Regal saniert haben? Gar nicht saniert? Nein. Hast du auch so Knochen gefunden? Aber jetzt kann er wieder neu fressen und neu saufen, was da herkommt. Und jetzt träume ich am Tag lieber Kass und weiß nicht, gibt es was uns, da darfst du auch nicht aufhören. Das unterscheidet dich ja vom Stäuber. Vom Stäuber? Also den Schmarrn, den der Stäuber, der Herr schmarrt, du meinst ja, bei dem sind 2 Promille Normalzustand. Ja, aber der Stäuber, das ist ja ein Asket. Ist zwar ein Katholik, aber er lebt wie ein Protestant. Immer die Pflicht, wie ein Preuße, immer die Akten, kein Alkohol. Oh, wie der Schech. Nein, das ist Rudi. Meine ja, was hab ich gesagt? Schech. Schech, haben Sie gesagt. Ja, ich habe einen Rudi gemeint. Ja, aber Sie haben Schech gesagt. Einen Rudi habe ich gemeint. Ich sag dir nur, dass ich Schech gesagt habe. Ich sag, du sollst den Mai holen. Lass mir halt Schech sagen, wenn er einen Rudi meint. Ich sag dir nur, dass er Schech gesagt hat. Ich hab gesagt, du sollst dein Mai. Ich sag ja auch Fuß um einen ganzen Haxen. Genau. Was ich eigentlich sagen wollte, der Rudi, der war ja für eine Mitgliederbefragung, als es um diese Spitzenkandidatur gegangen ist. Der Rudi? Ja. War das nicht der Seehofer? Der war auch für eine Mitgliederbefragung, aber nur um den Parteivorsitz. Der ist aber jetzt mittlerweile dagegen. Ich finde, der Rudi, der hat ein bisschen was vom Seehofer. Du brauchst auch der Liedigskind. Sie meinen so zum Ausschauen hier. Das stimmt, der Seehofer und der Rudi, die haben eine gewisse Ähnlichkeit. Unterbiss. Ja, die sind sich ähnlich, das stimmt. Der Rudi ist halt ein bisschen ausgeprägter. Man könnte sagen, holzschnittartiger. Für den Seehofer. Man könnte vielleicht sagen, der Seehofer ist 0,5 Rudi. Das ist gut. Das hat er schick gesagt. Was tut ihr sieben verstanden? Na, du? Nein, ich auch nicht. Aber hat er gut gesagt, gell? War gut. Kann man nichts sagen. Also wie gesagt, der Rudi war für eine Mitgliederbefragung. Ja, weil der Rudi hat er sein müssen, verstehst du? Weil der Rudi, der ist ja unter dem Stäuber nichts geworden. Und das vergisst er ihn nicht. Aber die Erika Görlitz, die war dagegen. Ja, der ist ja mal was geworden. Ja, weil es ausschaut wie die Karin, die Erika. Der Rudi, das vergisst er auch nicht, dass es der was war, sondern er nicht. Weil die Karin ausschaut wie die Erika. Nein, weil das hier was geworden ist. Hinten hat er nichts mehr werden dürfen. Na, was gemeint? Ja, die Girl ist die, hat ja auch den Rückzug vom Stäuber schwer bedauert. Na, was auch gemeint? Ja, wollen Sie vernommen, was werden? Ich glaube ja, der Rudi könnte jetzt etwas werden. Der Rudi? Ja. Was soll er aus dem noch werden? Minister für Landwirtschaft und Forsten. Er wäre prädestiniert, allein seine Kenntnis der Jagd. Moment, da habe ich was dabei. Habe ich Ihnen das schon vorgespielt? Da habe ich was ganz Amüsantes dabei. Moment mal, ich spiele es Ihnen mal vor. Wir haben dann einen Unterschied zwischen dem normalgefallenen Bär, dem Schafbär und dem Problembär.
Warte mal, das ist ja der Stallbier. Das ist nicht der Rudi, das ist der Stoller. Nein, ich habe mich verdrückt. Moment mal, das hier muss es sein. Moment, das. Der große Vorteil dieser Drückabstände ist, dass ein natürlicher Kugelfang gegeben ist. Wenn Sie hier ungefähr aus 1,50 Meter, wenn der Schütze dazukommt, sind es nochmal 1,50 Meter mehr.